Moderation hier zu leiten. Mein Name ist Marcel Hauer, ich bin Redaktionsleiter von Computerworld.ch und pct.ch vom IDG Tech Verlag. Ich hoffe, ich kann die nächsten 40 Minuten spannend gestalten hier mit meinen Gästen. Kurz zum Thema, es ist ja kein Geheimnis, die Nutzung von Open Source Office-Lösungen wie LibreOffice oder Apache Open Office wird heute in der Schweiz eigentlich kaum eingesetzt, in Privatunternehmen sowie auf Verwaltungen. Es gibt löbliche Ausnahmen, haben wir heute Morgen gehört, zum Beispiel das Bundesgericht. Hingegen eben in Frankreich oder in England wurde ja das ODF-Format so quasi als Standard erhoben, neben anderen. Es ist immer so ein bisschen relativiert worden, habe ich heute gemerkt. Aber wie wir alle wissen, wird ja in der Schweiz hauptsächlich auf Microsoft Office gesetzt. Ich sage jetzt das Wort hier, wir müssen ja darüber sprechen. Warum das so ist und wie man das ändern könnte, das möchte ich mit meinen Gästen ein wenig diskutieren. Ich darf Martin Seifert begrüßen. Martin Seifert ist von der bösen Seite sozusagen. Er ist CEO der Office at Work AG. Die Office at Work AG ist eine Schweizer Firma, die mit 30 internen Mitarbeitern und über 200 Partnerbetrieben Kunden in über 50 Ländern weltweit betreut. Rund 1 Million User benutzen seine Software und er, seine Firma Office at Work, macht Middleware zwischen Server und Microsoft Office. Zusätzlich noch ganze Template-Verwaltung, auch immer wieder ein Thema, das ja, auch Herr Hofer auf die Palme bringt. Ich darf begrüßen Herr Hofer, das ist, er ist der IT-Leiter der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Berns. Er verantwortet 250 Fachapplikationen, die von rund 850 ICT-Benutzer bedient werden. Seine Themen sind Energie, Wasser, Umwelt und Mobilität, Verkehr, Straßen, Grundstücke, die ganzen GIS-Informationen betreut er. Vermessung und auch der den Rechtsdienst. Zusätzlich möchte ich auch noch anfügen, ist Herr Hofer Vorsitzender der Arbeitsgruppe OSS, der Schweizer Informatikkonferenz. Durchaus ein Bezug auch zur Open Source Software. Sonst auch noch mehr erzählen. Vielen Dank, dass Sie hier sind, Herr Hofer. Dann Fabian Hart, Wagner. Und Entschuldigung, ja, kennt ihr noch? Ich habe gesagt, zwischen den beiden Damen. Sie kommt aus der Bildungsecke, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Bildungsfachstelle educa.ch, weiß nicht, oder nur Educa. Das ist die nationale Anlaufstelle für Fragen rund um die Informations- und Kommunikationstechnologien in der Bildung und wird von der Erziehungsdirektorenkonferenz und dem Bund beauftragt, habe ich das richtig gesagt, ja. Das föderalistische System in der Schweiz. Ne? Und sie ist dort auch für OSS zuständig und nimmt auch an Workshops teil aus der Branche. Ich denke, Herr Hofer, Sie kennen einander, also sie nimmt auch dort teil. Sie ist Pädagogin, oder sage ich es richtig? Nicht aus der IT-Branche, aber hat einen sehr wichtigen Auftrag, den wir dann später noch hören werden. Dann darf ich Nicola Christner begrüßen. Er kommt aus der Open Source Community. Aus der Community selber, weiß ich jetzt nicht. Aber seine Firma, wo er Teilhaber ist, ist die Outfinis Sci Group AG. Die haben sich spezialisiert auf Open Source Services, vor allem auf, also wirklich serverseitig, oder so, ist richtig. Und sie betreuen auch unter anderem die LibreOffice-Applikation beim Bundesgericht. Und er wird sicher etwas zu sagen haben zu der ganzen OSS-Problematik. Und dann darf ich noch Jutta Kreis begrüßen. Sie hat uns beeindruckt mit ihrem Vortrag über die Stadt München. Ist ein wenig unter Druck, aber ich denke, das sind Shitstorms, die vorbeiziehen. Und da kommt wieder ein neuer. Sie, noch kurz, ist IT-Architektin der Stadt München seit 2011. Arbeitete vorher 14 Jahre bei IBM in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Ja, und sie hat den Umstieg der Stadt München auf Linux umgesetzt, oder? Ist das so? Oder war das schon vorher? Knapp.
2001 ist es eigentlich losgegangen, 2003 erfolgte der richtige Start und ich bin erst 2009 gekommen, das heißt also viel Vorarbeit. Aus 2009, okay. Und wir sind auch viele, also von daher. Ja, ja, das ist doch gut. Okay, begrüße Sie und hoffe auf eine angeregte Diskussion. Fallen Sie mir ins Wort, fallen Sie Ihren Kollegen, Kolleginnen ins Wort, dann wird es sicher spannender. Meine erste Frage an Sie, Herr Hofer. Wie wir alle wissen, also wir Schweizer, die Finanzlage im Kanton Bern ist ja zappenduster. Es wird an allen Ecken und Enden gespart. Das wäre doch jetzt der ideale Ausgangspunkt, um zu sagen, ja, meine Direktion setzt jetzt lieber Office ein. Da kann ich sehr viel Geld sparen. Was sagen Sie dazu? Ja, besten Dank für die Frage. Das ist wirklich so, dass der Kanton Bern finanziell nicht der Beste ist in der Schweiz. Wir haben ein großes Potenzial zum Sparen. Und ja, eine Überlegung ist sicher wert. Wir haben das auch untersucht mit der unabhängigen Prüfung der Informatik. Das war ein Auftrag von der Regierung. Und haben eigentlich die ganze Informatik dieses Kantons geprüft. Und interessanterweise ist das dann jetzt in dieser Runde hier in eine andere Richtung gelaufen. Unsere alten Legacy-Systeme, also die Eigenentwicklung des Finanzinformationssystems, sowie das Personalinformationssystem, das sind eigentlich die größten Kostentreiber. Das heißt, eine Empfehlung von dieser Untersuchung, die auch öffentlich publiziert ist im Kanton Bern, steht, dass wenn diese eigengestrickten Legacy-Systeme abgelöst würden mit einer Standardsoftware und eigentlich auch ERP-Systemen, könnte man im Kanton Bern in Zukunft einen zweistelligen Millionenbetrag jährlich für die Kernen einsparen. Und das ist so, ja, die Spitze des Eisberges, sage ich mal. Das ist das, was ersichtlich ist, was bekannt ist. Und da sind wir noch sehr weit davon entfernt, wenn man vielleicht im Office-Bereich das gegenüberstellt, was da unter Umständen Möglichkeiten wäre, zu optimieren. Also zuerst werden die großen Pakete gepackt. Und diese Pakete, wir sind hier in Bern, das dauert 5 bis maximum 10 Jahre, spricht man davon, solche Systeme umzuwandeln. Und klar sind wir bemüht, auch im Kleinen zu sparen, das ohne Zweifel. Aber wenn ich die Kostenstruktur in meiner Direktion analysiere, sind das nicht unbedingt Lizenzkosten, die bei mir groß auffallen, sondern die Schnittstellen, der Lifecycle und ich sage eher die unendlichen vielen Fachapplikationen, die ich heute betreuen, betreiben und beleben muss. Das ist das große Potenzial. Also mein erstes Ziel ist eigentlich, weg von diesen 52 Fachapplikationen zu kommen, weil unsere Direktion ist sehr breit gestuft. Ich habe sehr viele Ingenieure, Wissensarbeiter bis zu Juristen, alles ist da drin. Auch noch ein GIS für den Kanton Bern als Konzernapplikation. Und diese Vielfalt, das ist wirklich ein Kostentreiber. Und wir haben vorhin gesehen, auch Frankreich und so, es geht nicht ohne Standards. Also Standards heißt, den Zoo einzudämmen und zu kanalisieren. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, wenn man zu Standards hinkommt. Und da können wir bei Dokumentenformaten anfangen, aber auch bei Schnittstellen, bei Datenbanken. Wie gesagt, wenn ich den Zoo, der große Zoo, den ich heute betreiben muss, historisch gewachsen, wenn ich den hinbringe, dann habe ich schon das Gefühl, dass wir da noch ein Potenzial vor uns haben. Aber es ist nicht getan, dass man jetzt Microsoft mit LibreOffice und dann sagt, ja, du sparst Lizenzkosten ein. Die Lizenzkosten sind, klar, es ist ein Posten, aber nicht der größte und nicht der schwierigste, eigentlich fast der einfachste. Eher ist die Frage, wie kann man jetzt IT-Leiter, wie ich einer bin, und es gibt noch 6 andere im Kanton Bern, überzeugen, dass sie mutig sind zu solchen Schritten. Und wenn ich meinen Vorredner vorhin anschließen darf, ja, er ist noch da, spontan habe ich aufgeschrieben, Lizenzdschungel. Das ist Unsicherheit. Und wenn Leute die Verantwortung tragen müssen für eine Direktion, Organisation, dann wollen sie Sicherheit. Und glücklicherweise habe ich draußen gesehen ein Prospekt, jemand, der eben diese Dienstleistung erbringt auf einem offenen Produkt, wo ich mieten, kaufen, wie auch immer. Und dann habe ich Funktionen und gewisse Basissicherheiten, Betriebssicherheiten, die eben dann mir ermöglicht, mit Open Source Software ein professionelles Service zur Verfügung zu stellen, damit meine sogenannten internen Kunden auch glücklich sind und sagen, doch, die IT ist okay, die kann man nutzen. Okay, Herr Kraus, was sagen Sie? Können Sie beziffern, wie viel das Sie gespart haben über die letzten 5 Jahre oder auf den Darm gegangen, also den Zoo zu bändigen, Sie haben ja sicher auch einen Zoo. Ist der zu bändigen jetzt mit Ihrer Initiative?
Also es gibt ganz dedizierte Zahlen, die dem Stadtrat vorgelegen haben. Da gibt es auch diverse Publikationen von. Es ist ein mehrstelliger Millionenbetrag, der da gespart worden ist, wobei sich das immer zusammensetzt. Einerseits natürlich aus den Lizenzkosten und aus den Maintenance-Kosten. Das ist immer eine Kombination davon. Auch bei uns, und das betrifft ja jetzt nur die Client-Seite. Sie haben ja auch noch auf der Server-Seite gesprochen, wir haben uns nur die Client-Seite angeguckt. Also von daher gibt es schon Rechnungen, an die man sich halten kann, und wir haben bei den Rechnungen wirklich nur Lizenzen und Maintenance-Rechnungen. Die gibt es klar aufgeschlüsselt, auch öffentlich verfügbar, sind durch den Stadtrat gegangen, ist alles da. Da kann man schauen, aber das ist halt, das sind immer die zwei Faktoren, mehr ist es. Mehr ist nicht. Mehr haben wir nicht. Okay, also einfach für Sie würde sich ja auch ein riesiger Markt auftun. Sie könnten für LibreOffice die Middleware programmieren, würden Sie zuschlagen, wenn Herr Hofer auf Sie zukäme und sage, mach für uns bitte diese Middleware für LibreOffice. Diese Frage stellt sich eigentlich nicht, weil er nicht auf mich zukommt. Und ich will diese böse Rolle noch ein bisschen weiterführen, die ich da anfänglich bekommen habe. Aus Distanz betrachtet, ich verfolge diese OpenOffice-Geschichte nicht hautnah, aber aus Distanz betrachtet ergibt sich für uns keine Office-Frage. Also wir lösen in Betrieben nicht die Office-Frage. Das ist auch nicht die wirtschaftlich relevante Frage. Wir lösen die Dokumenterzeugungsfrage. Und ich habe hier von Herrn Schul gehört, ich habe so viele Applikationen, und all diese Applikationen haben irgendwo eine Integration zu Office, und alle haben Vorlagen und alle haben Prozesse. Das ist der Aufwand. Ob der Benutzer jetzt ein LibreOffice oder ein Microsoft Office oder irgendein Office, ein WebOffice oder ein Pages auf dem Mac bekommt, seitdem das offene Dokumentformat da ist, ist das Zusammenleben erstens viel besser. Aber die wirklichen wirtschaftlichen Ersparnisse kommen aus einer Synchronisierung dieser Akteure, dieser Zoobewohner, dass die miteinander gut auskommen, weil da gehen die Kosten in die Höhe, oder da ist noch ein großer Berg, den man nutzen kann, um den Kanton Bern in die schwarzen Zahlen zu bringen. Ja. Erzählen Sie doch mal, im Vorgespräch hat der Herr Hofer mir von den Berlischiebereien erzählt, da musste ich ein bisschen schmunzeln, und das sind wirklich Probleme, ich denke, das sind Probleme, die nicht nur im Kanton Bern vorhanden sind, also es geht um Template-Verwaltung, und es sind zwar Produkte da, haben wir heute gesehen, es gibt welche, wurden uns vorgestellt, aber erzählen Sie mal, was genau hier die Herausforderung war. Also gut, es sind verschiedene Ämter bei mir, die haben auch unterschiedliche Ausprägungen, wie vorhin gesagt wurde. Eins der größten Ämter, das ist ziemlich dezentral so organisiert, hat kein Legacy-System im Hintergrund, was unterstützt, und die arbeiten wirklich mit, ich sag jetzt mit Word, also mit einem Editor. Und die haben sich dann diese Vorlagen geschustert, Bern ist eben noch zweisprachig, wir haben noch einen Bern-Jura, der wirklich Französisch spricht, darum müssen wir alles in Deutsch und Französisch anbieten können, der Bürger hat sein Recht drauf. Und als wir dann von Office 2003 auf 2010 migrieren wollten, habe ich dem Projekt gesagt, find mal raus, wie viele Vorlagen wir migrieren müssen. Und wir haben ja 850 Anwender, und da waren dann etwas über 1000 Vorlagen vorhanden, und niemand wusste, sind jetzt aktiv, passiv, ist das Geschichte, werden die wirklich gebraucht, wie eng sind die in den Prozessen ein. Und jetzt kommt noch ein anderer Mitspieler, das ist unsere Staatskanzlei, wie das überall so üblich ist. Das sind auch sehr, in der Zwischenzeit auch sehr kreative, kommunikative Menschen. Und ihr kennt ja vielleicht den Kanton Bern, das berühmte Berner Zeichen hier, das ist links außen bei uns. Und wenn die da so kreativ werden wieder einmal und das Bärchen ein bisschen rumschieben wollen, weil der Bär bleibt weiterhin auch Bär, wenn ich eine Schnecke draus oder so, das hat ZK, also zumindest weiß ich nichts davon, es bleibt der Bär, aber den kann man rumschieben. Gut. Ich habe dann Office 2010 zwangsmäßig einführen müssen, weil das der Kantonstandard ist. Also ich kann da nicht unbedingt einfach frei wählen. Aber habe glücklicherweise eine Vorlagenlösung von Herrn Seifert eingeführt. Und dann kam das Bärchen schieben. 4 Pixel nach links. Punkt. Die Leute, die hier, haben gar nicht begriffen, was es bei uns heißt. Alle Vorlagen, wenn man sie noch nach alten Systeme führen würde, wenn man ein Bärchen rumschieben muss. 4 Pixel nach links, das ist nichts, aber es ist Vorgabe. Und wir sind hier in der Verwaltung, das heißt hier verstanden, wir führen aus.
Und wenn man die jetzt manuell mit dem normalen Office von Microsoft anpassen möchte, könnt ihr etwas selber vorstellen, wir werden dann bereinigt mit etwa 400 bis 500 Vorlagen, also halb, Deutsch, Französisch, gibt man noch so im Schnitt 200, 250 Vorlagen. Und da müsste man die das Bärchen schieben. Jetzt könnt ihr selber vorstellen, wie lange dann jemand beschäftigt wäre, um diese 4 Pixel zu korrigieren. Vorlage auf, Pixel übertesten, ausdrucken, okay, next one. Das ginge über Jahre, also wir hatten gar keine Chance, es richtig auszuführen. Und da geht es darum, dass man eben in den Prozess kommt und überlegt, was geht wirklich ab. Und heute ist so Middleware-Lösungen, wie zum Beispiel eben ein Office at Work, von größerer Bedeutung für mich, damit ich eben die Prozesse, die Mehrsprachigkeiten oder die Anpassungen, es können ja auch textliche Anpassungen sein, von Gesetzesanpassungen, weil die Regierung mit dem alles beschlossen hat, wo man sofort Genüge leisten muss. Und dann sind wir eben im Prozess und ich sage Ihnen eigentlich, welcher Editor im Hintergrund steht, ist sekundär. Viel wichtiger ist, dass der Mitarbeiter arbeiten kann, dass er das korrekt, fachlich korrekt und in Zeit rausbringt, weil das ist eine Imagefrage gegenüber der öffentlichen Verwaltung und er will sich eigentlich nicht mit Technologie auseinandersetzen. Und das Problem liegt am besten. Verpassen Sie hier einen Trend mit Middleware. Sie sind da in der Open Source. Wenn Sie, Herr Hofer, das, wir haben LibreOffice-Kunden und wir bieten gleichzeitig auch noch Middleware an, oder sind Sie schlicht nicht, haben Sie die Ressourcen, haben wir die Ressourcen in der Schweiz nicht für so? Das ist ja nicht von heute auf morgen programmiert worden, Herr Seifert. Oder Sie haben gesagt, das sind Tausende von Mannstunden, die schlussendlich dahinter stecken. Ist das möglich? Oder was gibt es da für Möglichkeiten für den Erfolg? Ich sehe da keine großen Player in der Schweiz, die für LibreOffice, OpenOffice, Middleware anbieten. Was da jetzt die Gründe dafür sind, keine Ahnung, wirklich nicht. Der Markt ist sicherlich vorhanden. Sehr oft sehe ich, dass im Umfeld von LibreOffice und OpenOffice solche Dinge häufig in-house angepasst werden. Wir sehen das auch bei unseren Kunden, die wir haben, dass wenn sehr spezifische Anforderungen vorhanden sind, dass das dann eben oft selber entwickelt wird, vielleicht mit einem Anbieter oder mit einem Softwareentwickler im Rücken. Weil halt die Möglichkeiten da bestehen, dass man das eben auch sehr einfach machen kann. Man hat Zugriff auf den Quellcode und so weiter. Ich denke, es gibt da sehr viele individuelle Lösungen für sehr viele individuelle Probleme. Vielleicht ist das ein Grund, warum es nicht einen Anbieter, eine Middleware gibt, die namentlich bekannt wäre. Aber ob diese Vermutung stimmt oder nicht, da müsste ich jetzt in die Runde fragen, was die anderen Leute da denken. Aber ich denke, für uns jetzt etwas auf den Markt zu bringen, wäre vermutlich schwierig, zumal es eben schon Konkurrenz gibt, die den Job sehr gut macht. Wir stellen aber natürlich immer zur Verfügung, wenn unsere Kunden eben spezifische Anforderungen haben, die man dann auch umsetzen kann, eben automatisiert jetzt so Bären rumschieben, das könnte man natürlich sehr einfach lösen, aber ich sehe da jetzt auch keine Middleware, die das schon anbieten würde. Ja, das Problem müsste man vielleicht an der Wurzel anpacken, Frau Hauptrachner. Sie sind zuständig für Open Source Lösungen in der Bildung, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp. Was können Sie konkret unternehmen, damit die Schulen mehr, wie zum Beispiel der Kanton Genf, ein Leuchtturm in der Schweiz oder mehr Open Source einsetzen? Haben Sie überhaupt Möglichkeiten, die Schulen, dass die zumindest neutral einen Editor vorstellen und nicht einfach sagen, ja, alles klar, wir nehmen Microsoft. Ja, also es ist natürlich schwierig, Einfluss zu nehmen auf das, was dann wirklich hier in Schulen passiert, aber wir können Empfehlungen rausgeben und eine Auswahl vorstellen, die möglich ist, auch also Open Source allgemein, jetzt nicht nur auf LibreOffice bezogen, und dafür sorgen, dass es gleichzeitig eingeführt oder bekannt wird, wie halt die weit verbreiteten Tools, sodass festgestellt werden kann, verglichen werden kann, was ist mit welchem Tool möglich, was kann ich womit anstellen, und dann müsste halt auch die Pädagogik angepasst werden. Nicht sagen, macht jetzt ein Word auf und schreibt euren Text, sondern sagen, Form ist offen, Ziel oder Resultat muss so und so aussehen, das sind alle Tools, die ihr zur Verfügung habt, und dann halt schauen, was gibt es für Möglichkeiten und diese Vielfalt zulassen, sodass auch einfach die Schülerinnen und Schüler selbst auch herausfinden können, was ihnen entspricht, so wie wir ja dann später, wenn wir erwachsen sind, auch selbstständig wählen können, was wir möchten. Aber wir können nur dann wählen, wenn wir auch
die Auswahl kennen. Und das Problem im Moment, das ich beobachte, ist, dass die Auswahl nicht bekannt ist. Wieso ist die Auswahl nicht bekannt? Also ich persönlich habe auch schon an einer Gemeindeversammlung, das war sehr föderalistisch, im Gegensatz eben zum Gebiet oder des EDC ist dann mal bestimmt, dass jetzt das so gemacht wird, musste auch meinen Finger aufhalten und über Microsoft abstimmen in der Schule. Das ist eine Realität in der Schweiz, teilweise, nicht überall, aber Sie haben angesprochen, dass man allenfalls bei der Ausbildung anpacken könnte. Auch das ist kantonal geregnet in der Schweiz, diese Pädagogenausbildung. Also, ich sage jetzt nicht clandestin, aber da wird irgendwo bestimmt, was in den Lehrplan der Lehrer kommt. Ist das so? Oder kann die Community hier Einfluss nehmen? Sehen Sie da Möglichkeiten? Also die pädagogischen Hochschulen sind schon sehr autonom. Da direkt jetzt Einfluss nehmen wird schwierig sein. Es ist halt wahrscheinlich die Netzwerkarbeit, die das ausmacht, dass man die Leute kennt, dass man sich auf Dinge aufmerksam macht. Und das halt auch, also im Unterricht selbst werden die Schüler und Schülerinnen auch eher mit solchen Tools arbeiten, wenn die Lehrperson das reinbringt. Oder wenn die Informatikverantwortlichen das überhaupt installieren auf die Geräte. Also ich kenne Schulen, bei denen ist es parallel vorhanden und man kann frei wählen. Es gibt andere, da ist einfach nur ein Programm Textverarbeitung drauf zum Beispiel. Und von daher, wenn die Lehrperson schon mit einem Wissen und einer Fertigkeit hinkommen, frei auch switchen zu können zwischen den Programmen, haben die auch mehr Sicherheit, eben im Unterricht dann auch Support zu leisten, wenn die Schülerinnen und Schüler unsicher sind. Und das Problem ist, wenn die Lehrperson unsicher ist, dann will sie nur das machen, was sie kennt, verständlicherweise. Aber deswegen müsste dann an den PHs halt auch eigentlich schon so gearbeitet werden, was auch wieder steht und fällt mit den Dozierenden, wie und wo und was wählen die aus. Und selbstverständlich ist es ein Versuch, wert zu diskutieren, kann man das in die Curricula aufnehmen, kann man sagen, die PHs sind bestückt grundsätzlich mit Open Source oder nicht. Und das geht dann aber auch wieder in die Bildungspolitik und in die Kantone und ist sehr, sehr föderalistisch dann auch wieder gesteuert. Das hängt wohl meistens an zwei, drei Personen ab. Nehme ich jetzt mal an, was da gemacht wird, um an diese heranzukommen und wie da Verstrickungen sind. Das weiß niemand. Ja. Vielleicht sollte man zu diesem Thema noch berücksichtigen. Ich meine, die Schule ist ein Mensch, erwachsen wird, ist es eine Phase, die er durchgeht und was er da kennenlernt, wird er sicher auch versuchen, später zu brauchen. Aber heute ist halt so, da viele Eltern zu Hause von der Arbeit her schon was zur Verfügung gestellt bekommen. Und das ist halt jetzt kein LibreOffice, ist halt die Chance, dass noch irgendein anderes Wissen da ist und dass man das dann auch brauchen will, sehr groß, dass man dann halt wieder zurück auf Microsoft Office geht. Und wenn dieser Pfad erfolgreich sein will, dann ist der Scale muss viel größer sein, nur die Schule bringt nichts. Also das LibreOffice müsste massiv mehr Verbreitung finden, auch in der Privatindustrie, in der Privatwirtschaft, damit auch da mal ein PC vom Arbeitgeber mit LibreOffice ausgestattet ist und nicht mit Microsoft Office. Solange das noch der Fall ist, ist einfach dieser Weg sehr mühsam und würde wahnsinnig viel finanzielles Commitment mit sich ziehen, das über das Entwickeln der Software rausgeht, sondern ein Matching bringt zu den Marketingleistungen, die Apple oder die Microsoft oder was auch immer machen, weil das sind diese Investitionen, die dann zur Nutzung der Produkte führen. Ein gutes Produkt heißt nicht, dass es gebraucht wird. Ein Produkt, das man kennt und dann noch gut ist, das wird gebraucht. Und das ist dann eben auch ein bisschen die Frage mit dem Huhn, mit dem Ei. Also wo beginnt man, und wenn man das irgendwie koordiniert kriegt, dann kann man sicher in eine gute Richtung gehen. Und der andere, also ein Aspekt ist das, was zu Hause vorhanden ist. Also je mehr jetzt auch Premium Device in die Schulen reinkommt, gibt es natürlich dann auch Elternhäuser, wo halt Wissen und Know-how im Open-Source-Bereich da ist, und die sollten ja dann auch in ihren eigenen Geräten. Zum Beispiel in München, Frau Kreis, ihre Verwaltungsangestellten benutzen OpenOffice oder LibreOffice jetzt. Benutzen Sie das auch zu Hause? Wissen Sie das? Haben Sie da, oder wie sieht das aus? Es gab vom Stadtrat auch mal eine Anfrage von den Grünen, ob der Bereitstellung von, also jetzt nicht unseres Linux-Clients, weil der halt integriert ist in die Infrastruktur, der geht ins LDAP und so, den kann man gar nicht so zu Hause verwenden, aber dass einfach ein schlichtes Ubuntu, jetzt ein 14.04er, einfach an die verteilt wird, die das gerne hätten. Also CDs brennen, in der Schachtel tun und dann, dass das verteilt wird, damit es einfach ist. Das war jetzt eine Stadtratanfrage, dass es auch so verteilt wird. Ich glaube, alle, die interessiert sind, können sich so eine Distribution runterladen und selber installieren über einen USB-Sticker, wie immer. Aber es findet
Sichtbarkeit und ich denke auch, dass es dann auch einfach wesentlich eher umgesetzt wird, als wenn man damit nicht vertraut ist. Da stellt sich auch die Hürde, ich als irgendwo Arbeitender, ich kaufe mir privat eine Maschine, was ist da drauf? Habe ich dann noch Lust, das zu überspielen? Ist dann meine da? Gehen Sie in den Laden, schauen Sie, was Sie bekommen. Sie bekommen wahrscheinlich zu großer Prozentzahl eine Windows-Maschine. Und habe ich dann als Bäcker, sage ich jetzt mal, Interesse, irgendeine CD reinzuschieben und ins Nowhereland abzutriffen, wo mein Nachbar auch nichts... Nein, ja, das geht doch nicht um Linux. Ich wollte eigentlich bei LibreOffice bleiben. Also benutzen Ihre Verwaltungsangestellte privat auch LibreOffice? Wissen Sie das? Nein, das weiß ich nicht. Das ist ja Eindringen der Privatsphäre, der Verwaltungsangestellte. Ja, nein, ich weiß nicht. Natürlich. Also keine Rückmeldung, also Sie wissen es nicht. Nein, also es gibt das gibt also das natürlich keine offiziellen Sachen. Nein, offiziell nicht, aber im Gespräch. Es findet natürlich mehr Verbreitung und allein die Reklamationen, die ich kriege, warum haben wir denn immer noch dieses alte Open Office und wieso nutzen wir jetzt nicht die neue Version von LibreOffice, denn ich habe schon vor zwei Jahren kundgetan, dass wir auf LibreOffice umsteigen und natürlich werden die Referate dann verärgert und sagen, wieso denn immer noch nicht? Und dann komme ich mit der Dreiteilung an, so wie heute auch hier und erzähle das und das steht schon alles zur Verfügung. Ihr rollt das aber nicht aus, da können wir jetzt nichts dafür. Also das ist ein bisschen, das ist halt schwierig. Das kann ich nur bestätigen. Wir sehen bei unseren Kunden genau das Gleiche. Oft werden die Unternehmungen eine Art von der Userschaft getrieben, die neue Version zu nehmen, weil sie sind sich von zu Hause schon gewohnt, da tragen Tropfen dies und jenes, es geht einfacher, schneller und sie wollen nicht mehr den langen Weg. Wissen Sie, eigentlich ist ja die Zeit jetzt reif. Also ich erlebe Situationen in einem Shop in Bern, da kauft einer einen Laptop, 700 Stutz, der Verkäufer schickt dann noch ein Blabla 365 hinten hinein in die Tragtasche, das ist ja nur eine kleine Karte, man muss sich ja nur anmelden. Und diese Person ist dann bestens ausgerüstet mit einem bekannten Produkt. Und jetzt, oder in diesem Community, ich lebe es immer wieder, auch in der Arbeitsgruppe, die ich dabei sein darf, ist, wir sind enorm technisch orientiert, das sind Softwareentwickler und so, sind alle toll und ihr könnt den Job wirklich auch gut. Auch dieses Produkt finde ich gut. Was eigentlich fehlt, sind die taktischen Maßnahmen, Strategien, Marketing und so. Heute, vorhin da, hatten wir ein Gespräch und ich sagte, wieso nicht ein LibreOffice 365? Wenn plötzlich der Bürger, der Mensch zu Hause wählen kann, ich muss dann überlegen, ob meine Kinder, aktuell 9 und 11, die kommen dann demnächst so in diese Phase, ich muss dann als Vater entscheiden, will ich jetzt denn das berühmte 365 unterschieben? Will ich das den Amerikanern dann überlassen? Nichts gegen Amerikanern, aber bestimmte Organisation davon. Oder habe ich eine Alternative? Und diese Alternative, gut, ich bin jetzt ITler, habe noch eine kleine Restchance für meine Kinder, aber der Rest, der Mainstream, und da sind wir wieder, was aufgezwungen wird, was gegessen wird, was auf den Tisch kommt, das ist wie Fast Food, da auf die Straße unten, oder? Also wir haben aktuell nicht wirklich eine große Alternative und gerade jetzt wäre vielleicht die Zeit reif, politisch, also politisch ist das Zeug ja auch in Deutschland, in der Schweiz, überall beim Messen am Drehen. Wem will man die Daten anvertrauen? Weil diese Cloud-Geschichten sind hochaktuell und auch hochinteressant, damit zum Beispiel Kinder in der Schule mit den gleichen Dokumenten arbeiten können wie zu Hause oder unterwegs auf dem Platz des Vaters oder wie auch immer. Und wenn jetzt diese Gemeinde, zum Beispiel diese hier und auch die anderen, das irgendwie packen, weil technologisch seid ihr top, aber bitte, jetzt brauchen wir noch ein paar Jungs, die dem strategischen, im Marketingbereich mitfiebern, uns mithelfen und Produkte generieren, die eben gleichen mit gleichem. Und wenn dann der Mensch, der Bürger, der Vater zu Hause, aber auch die Mutter entscheiden kann, will ich jetzt das kommerzielle Produkt mit den gewissen Abhängigkeiten, die in der Zwischenzeit auch bekannt sind, oder will ich das Vertrauen, insbesondere mit meinem Kind, in eine andere Richtung, wo vielleicht die Daten sogar in der Schweiz gespeichert würden, das wäre mir jetzt sehr sympathisch. Auch das ist keine absolute Sicherheit, aber die Richtung würde stimmen. Das sind Märkte, die man sehr unterschwellig besetzen könnte. Weil diese große Organisation, Microsoft, ist heute nicht in der Schweiz. Google hat keinen Speicherplatz in der Schweiz aktuell. Ich werde auch angefragt, ja, wollen Sie nicht, bla bla bla. Mein Standardspruch ist, solange Sie in der Schweiz nicht speichern, bleibt draußen in der Verwaltung.
Das ist, kann ich jetzt noch bieten. Aber wie lange habe ich jetzt die Situation noch, bis ich vielleicht auch durch die Anwendung gedrängt werde in ein 365? Und das ist für einen IT-Chef, für eine Direktion oder von einem Unternehmen ein absoluter Albtraum. Ihr habt nichts mehr im Griff. Punkt Dateninformation. Ja, ich möchte öffnen hier. Also wenn ich da ganz kurz einklinken darf. Ich habe heute gerade im Tracknet dran eine Präsentation von CloudOn gesehen, die jetzt LibreOffice oder eine sehr, sehr, sehr angepasste Version von LibreOffice, die wirklich auch auf Finger- und Gesturen-Bedienung optimiert ist, auf den Markt bringen. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus und der Clou an der Geschichte ist, es gibt dort viele verschiedene Storage-Backends, wo man wirklich wählen kann, ich will das in meiner Dropbox haben, ich will das auf der Dropbox, auf meinem OwnCloud, whatever. Wenn ich eine OwnCloud dort anbinden kann, dann ist es schon mal sehr interessant. Das ist mal ein Punkt, den Sie angetönt haben, es muss jetzt coole Produkte geben, die diesen Office 365-Markt auch bedienen. Und das Zweite, was ich da in diesem Sinn auch erwähnen kann, ist, dass ich jetzt aktuell mit Partnerfirmen explizit auch daran arbeitet, LibreOffice mit einem Storage-Backend auf den Markt zu bringen, dass dann wirklich die Daten in der Schweiz gespeichert werden. Also da ist einiges am Anrollen, es braucht halt auch seine Zeit, aber ich hoffe, dass wir da wirklich auch bald dann auf dem Markt präsent sein können. Und was ich noch zu Herrn Seifert sagen möchte, ich habe vor kurzem auch die Situation erlebt, dass ich in einem Elektronik-Shop stand, ein Kunde hat ein neues Notebook gekauft, und der hat explizit nach einer Alternative zu Microsoft Office gefragt. Und der Verkäufer hat ihm dann gesagt, das gibt ja diese OpenOffice-Geschichte, aber das ist halt sehr abgespeckt, da hat man zum Beispiel nur zwei Schriften. Und dann zu Ende. Und wenn ich dann natürlich von Fachleuten, sag ich jetzt mal, zumindest Elektrofachleuten sowas höre, dann stehen mir natürlich die Haare auch zu Berge. Und ich denke, dass hat eben auch mit Marketing zu tun, das hatten Sie vorhin erwähnt, dass man halt in diesen Kanälen auch die Leute sensibilisieren muss, dass LibreOffice und auch OpenOffice einen weiten Weg hinter sich haben, dass die Kompatibilität zu Microsoft Word viel besser geworden ist und so weiter und so fort. Und ich denke schon auch, dass da viel Arbeit auch geleistet werden muss, damit eben die Leute von Anbeginn, wenn sie ein neues Gerät kaufen, auch nicht gleich schon eingefahren auf Microsoft Office sich dann einschießen werden. Ich möchte die Diskussion öffnen. Ja, bitte stellt Fragen den Referenten. Ja. Ein Thema, was angesprochen wird, ist eine Open Source Version von Office 365. Ich finde es schön zu hören, dass es Nachfrage gibt. In meiner Firma arbeiten wir schon seit 4 Jahren an einer JavaScript-Implementierung von einem ODF-Textbearbeiter. Und komischerweise haben wir eigentlich viel Mühe, um Kunden zu finden. Wir veröffentlichen unsere Software als Open Source. Das ist für die Kunden ein Vorteil, aber zugleich auch ein Nachteil, weil viele potenzielle Kunden, die warten halt ab und denken, ja, da wird schon jemand kommen, der da investieren wird und wir werden es verwenden, sobald es dann gut genug ist und wir kein Geld reinstecken müssen. Also eigentlich, es gibt schon kleine innovative Unternehmen, die versuchen an diese Frage etwas zu tun, aber marketingtechnisch ist es halt schwierig, auf Open Source Weise so etwas, ja, was trotzdem ziemlich viel Investition braucht, darzustellen. Was wäre da eine Lösung? Vielleicht kann ich dazu etwas sagen. Also ich setze unter anderem auf Open Source Produkt gezielt punktuell ein für bestimmte Einsatz. Also zum Beispiel habe ich eine Open-Source-Plattform im Einsatz, übrigens, die ist im Herbst seit 10 Jahren, ist in Betrieb produktiv, ein paar Teradaten, und zwar ist es eine Open-Source-Plattform zum Austausch von Dokumenten, ich sage ein SharePoint-Konkurrent quasi. Und diese Open-Source-Software, da steht natürlich auch eine Firma dahinter, die das mal entwickelt hat, die kann das auch weiterentwickeln, das ist mein Partner. Und mit diesem Partner habe ich einen Wartungsvertrag abgeschlossen. Weil ich kann nicht auf die Community hoffen, dass jemand am Mittwochnachmittag mir diesen Bug pflegt. Das geht nicht, weil ich muss ja professionelle Leistungen erbringen innerhalb der Organisation, damit ich wirklich meinen Job auch morgen noch behalten kann. Und dazu bin ich angewiesen, wenn
Organisationen, Unternehmen, auch wenn sie Open Source entwickeln und das zur Verfügung stellen, was ich toll finde, insbesondere zum Testen oder für andere Organisationen, Vereine und so, die eben angewiesen sind auch auf solche Situationen, dass ich als Profi sagen kann, okay, ich schaue das Zeug an, ich teste das und wenn ich es gut finde, sprechen wir über Wartung, über Gewährleistung, könnt ihr mich da unterstützen, weil ich muss Gleiche mit Gleichem vergleichen. Also die konventionelle Software, die ich seit 30 Jahren auch gut kenne, gekoppelt mit Open Source, mit Leistungen, darum hatte ich auch Freude an diesem Flyer draußen, der da rumlag, muss ich sagen, das ist genau die Richtung, das ist die Sicherheit, wo man im professionellen Umfeld benötigt. Und wenn ich dann noch gehört habe, gut, Lizenzdschungel, meine Frage an euch, müsst ihr noch weitere Lizenzarten erfinden? Genügt es nicht? Haben wir nicht genügend? Und ich dachte doch, Open heißt einmal entwickeln und mehrmals nutzen. Klar gibt es dann Sparspielregeln, aber wenn ich sehe, wie das noch fast schlimmer als der Softwaremarkt wächst und dann noch die Lizenz lizenziert oder wie, oder Copyright und so Zeugs, Hilfe, ich bin ja kein Jurist, ich bin ja nur ein IT-Chef, oder, der das Zeugs irgendwie am Laufen und die Konten im Griff haben sollte, damit die glücklich bleiben, oder? Aber also da gebt ihr mir keine Sicherheit und wenn ich diese Sicherheit nicht habe, dann bin ich kein Profi und wenn ich kein Profi bin, na sorry, dann gibt es ein Krisenproblem für mich? Haben Sie die Sicherheit? Also, wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Kombination Open Source versus und Dienstleister im Kombipack. Also gerechnet, was kosten uns die Lizenzen, was kostet uns, wenn wir dazu einen Dienstleister haben. Dann haben wir natürlich in der öffentlichen Verwaltung das Problem, dass wir das ausschreiben müssen. Das ist klar. Das ist klar. Aber das heißt, einer von den Vorteilen von Open Source ist weg, aber dafür kriegen wir diese Sicherheit, die Sie brauchen. Wir haben jetzt bei vier uns wichtigen Produkten haben wir das, also geschäftskritischen Produkten haben wir das gemacht, mit einer europaweiten Ausschreibung sogar. Und das funktioniert sehr ordentlich. Jetzt ist die Frage, wenn ich gerade jetzt nicht nur diese Großprojekte mache, sondern wenn ich Open Source auf einem kleineren Umfang einsetze oder teilweise auch auf was, dazu auch was contributen oder vielleicht selber was Open Source stellen, brauche ich von meiner Organisation eine Empfehlung, welche Lizenzen sind denn erlaubt und welche, wenn ich was neu publizieren möchte, welche Lizenzen sollte ich nehmen. Da muss ich einmal jemand auf den losen Boden setzen und das definieren und das hinschreiben und dann muss man sich eine Stunde beim Chef genehmigen, ihm das erklären, dann kriegt man da eine Unterschrift runter und dann haben andere eine Handreichung, was sie denn nehmen können, damit sie nämlich genau nicht durch den Dschungel und mit den ganzen Lizenzarten gehen müssen. Das ist aus meiner Sicht sehr gut praktikabel. Wir haben Marketingprobleme angesprochen, Frau Radwagner. Sie betreiben ja eigentlich Marketing für die Open Source Community, indem Sie diesen Lernstick abgeben. Können Sie das kurz erklären? Wir haben auch ausländische Gäste hier, die das vielleicht mal hören. Ich weiß nicht, oder kommt es sogar vom Ausland? Wie sieht das aus mit diesem Lernstick? Ja, also ein Lernstick in der Art gibt es im Ausland auch. In der Schweiz wird er entwickelt von der Fachhochschule Nordwestschweiz. Und bei uns kann man den dann einfach beziehen, man kann aber auch selbst den downloaden und auf die Sticks drauf spielen. Und das ist ein Stick, den man auf jedem Computer, sei es ein Laptop, sei es ein PC, einfach einstecken kann, die Bootreihenfolge so einstellen, dass es auf Stick startet und dann hat man diese ganze Linux-Umgebung mit all den Programmen und Einstellungen, die man selbst machen kann, hat man dabei. Also man kann es personalisiert für sich so eingestellt haben und nimmt das sozusagen seine Arbeitsumgebung überall hin mit. Das kann man auch zu Hause dann genauso nutzen und dort sind eine ganze Liste von Open-Source-Programmen drauf, eben auch LibreOffice, aber auch ganz viele andere Open-Source-Software wie eben Bildbearbeitung, auch Filmschnitt und so weiter. Einfach alles, was man braucht als Werkzeug, um Unterricht machen zu können, um ICT eben auch als Werkzeug zu brauchen, aber auch, man kann das auch als Lerngegenstand anschauen und sagen, ja, wenn das jetzt alles offen ist, je nachdem, welches Fach und welche Stufe man unterrichtet, dass man auch da reinschauen kann und sich überlegen kann, wie funktionieren denn diese Communities, warum ist es hier anders als dort und kann einfach diese Vergleiche anstellen, die man sonst nicht anstellen kann. Das alles ist dokumentiert auf einer OpenStreetMap. Schön. Vielleicht, ja, die Zeit ist bald um, noch eine Frage aus dem Publikum. Also Benutzer, ich tatsächlich hier eine Administration in Südtirol, es einige einzelne Benutzer haben uns gefragt, seitdem wir mit LibreOffice arbeiten, auch das Browser zu benutzen. Also die Verbreitung erfolgt, also wenn die Leute irgendwie das Produkt kennen, dann wird das.
Und nur eine Kleinigkeit bezüglich Schule, weil ich ursprünglich aus dem pädagogischen Bereich komme. So bei der Schule geht es auch um Prinzipien. Und die Prinzipien müssen oder werden von oben definiert. Also es geht auch um Menschenbild, um was man den Kindern bzw. auch den Familien verweisen will. Und ich, für mich ist das Prinzip, dass man den Eltern nicht zwingen kann, ein kommerzielles Produkt zu Hause zu kaufen, weil die Lehrer sozusagen nicht offen genug sind, und beides anbieten zu können. Das ist schon ein wichtiges Prinzip. Also das nicht zwingen zu müssen, und das sollte eigentlich in die Pädagogik kommen. Also das ist meiner Meinung nach gehört zu den Grundprinzipien, also die man vermittelt, auch in der Schule. Jetzt noch eine Meldung aus dem Publikum. Okay. Ja, dann danke ich. Außer irgendjemand will noch unbedingt etwas loswerden aus der Runde. Wir haben einen langen Tag hinter uns in einem relativ stickigen Raum hier. Ich danke meinen Gästen, ich danke Matthias Stürmer für alles und den Organisationen auch, dass ich hier auftreten konnte. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, angeregte Diskussionen. Willst du noch etwas sagen? Ja, es gibt draußen einen Apero. Vielen Dank und kommt wieder viel Spaß nach hier. Kommt gut. Alles Gute.